Jetzt sehen wir was. Ich begrüße euch. Hallöchen und willkommen zurück zum nächsten Teil. Vielleicht sogar der letzte. Ich habe keine Ahnung. Raffi hat ja gesagt, Hallöchen, ich grüße dich, dass das bald hier vorbei sein könnte mit dem Game. Fiddy, ich grüße dich. Guten Tag. So, wir gucken mal eben, wo wir stehen. Wir sind im Schneedorf. Und zwar habe ich hier, lustigerweise gerade eben noch, meine Geister trainiert. Viel ist es nicht, okay. Ich kann es euch ehrlicherweise gar nicht zeigen, aber... oder kann ich euch das doch zeigen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich... Na, komm mal her. Laterna, Lunatic und bei Muri war es sogar auch... Wie heißt das Ding? Nocturne. Oder Nocturne. Keine Ahnung. Trainiert. Also mindestens bis Stufe 2. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie viel Level ich da machen muss. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber egal. So, Raffi, du musst mir bitte jetzt mal helfen. Ist bad? Bad jetzt im Sinne von boah, gut oder bad im Sinne von ach du Scheiße, zu wenig? Weil dann hätte ich jetzt ein Problem. Für jeden Geist ein Level. Ach so. Also gut, ja. Dann bin ich zufrieden. Habe ich alles richtig gemacht. Level 6 ist Maximum momentan. Ja, pass auf. Ich kann ja mit manchen Level 6 gar nicht erreichen, ne? Zum Beispiel Frosta. Da ist ja Cap Level 1. Da kriege ich ja gar nicht mehr. Oder sehe ich das falsch? Ist doch so, oder? Falsch? Oh! Oh, shit. Hätte ich noch was machen müssen? Hätte ich noch ein bisschen trainieren müssen, oder was? Das Problem ist... Sobald du dein Geist hast, kann der andere... Ah! Okay. Das wusste ich nicht. Gut. Dann bin ich doch scheiße. Du kannst jeden bis 7 trainieren. Eieiei, wie soll ich das denn machen? Okay. Ja. Mache ich dann vielleicht noch. Keine Ahnung, vielleicht. Ich bin auch so. Ich finde mich eigentlich ganz geil gerade, muss ich sagen. Das Problem ist, wenn ich hier in diesem Wald trainiere, wie soll ich sagen? Die Zeit, um einen Geist zu rufen, beziehungsweise seine Magie zu rufen, nutzen die anderen logischerweise dafür, auf den Gegner drauf zu rotzen. Und das ist mein Problem, denn bis ich halt bei zum Beispiel Nocturne jetzt die Höllenaura beschworen habe, sind die Gegner schon tot. Weißt du, was ich meine? Das ist total kacke. Der einzige Vorteil ist natürlich, bei Lisa, die ja keine Angriffszauber hat, sondern eigentlich nur Zauber, die logischerweise mir helfen, also, ja... Zum Beispiel die Mondklinge oder die Lunakraft oder die Neumondaura, bla bla bla. Die kann ich auch zaubern, ohne dass ein Gegner hier erscheint. Das ist nicht das Thema. Das Problem ist halt Muri, weil da muss ich schon relativ starke Gegner für haben, um den Zauber oder den Geist auch nicht zu trainieren. Gut, egal. Ich finde mich trotzdem ganz stark gerade und würde das jetzt gerne auch so weitermachen. Wenn wir jetzt heute tatsächlich nicht bis zum Ende kommen sollten, dann lege ich noch eine Trainingssession ein. Es muss ja irgendwo noch einen Ort geben, wo ich eventuell ein bisschen besser trainieren kann als hier. Weil die Gegner hier sind halt schwach. Die sind zwar viel, aber schwach. Kommen wir nicht? Was das? Achso, gut. Ich dachte schon, wir kommen an keinen Ort mehr, wo ich trainieren kann. Aber du meinst dann das Ende. Gut. Weißt du jetzt eventuell, wo ich hin muss? Weil ich weiß es nicht. Ich war zuletzt in der Goldstadt. Glaube ich. Hast du die Karte? Ja. Wo ist mein Handy? Ah, da. Jetzt muss ich suchen. So. Wo bist du? Da bist du.
Und dann, hier ist die Karte. Ja, ich habe die Karte. Ich kann mir die auch am PC aufmachen. Ich bin auch selten dämlich. Moment mal. WhatsApp. PC regelt. Jetzt muss ich trotzdem hochscrollen. Da ist die Karte. Oh, sogar schön in groß. Herrlich. Also, die kann ich mir speichern. Und dann hier. Und jetzt habe ich sie in groß. Ja, habe ich. Dann schau mal, wo Zanika ist. Auf der 11. Und die 11 ist ganz unten. Gut, ganz unten links. Das heißt für uns... Luft die Trommel. Weißt du, was mich ein bisschen wundert? Ich bin, wie du sagst, ja fast am Ende. Aber ich habe nur 400 HP oder so. Ist das normal? Ist das richtig so? Keine Ahnung. Ach du Scheiße, wir sind ja ganz oben. Jetzt muss ich mal gucken. Aber weißt du was, ich fliege erstmal und guck nachher mal, wo ich bin. Komm. Fliesch mal, Jung. So, wo sind wir jetzt? Fliege von der Wüste aus nach Süden. Ja, das sehe ich auf der Karte. Bis du links von dir das große Bergmassiv erreichst, halte dich von dort aus südwestlich und lande vor der Festung, die zum Teil aus dem Meer ragt. Ja. Ich muss jetzt erstmal... Ah, stopp mal. Wo sind wir denn hier? Da oben. So, wenn ich mich jetzt so drehe, dann ist unter mir... Hier. Mal gucken. Ja, wieso ist das immer eine Kugel, Mann? Ich will das mal komplett sehen, die Scheiße. Kann doch nicht sein, ey. Wo bin ich denn jetzt hier, verdammte Axt? Ist das jetzt der... Moment mal. Ist das jetzt... Drück R. Ja, was für R? Ich habe einen PlayStation-Controller. Oder meinst du... Haha, so! Danke. Ja. Da bin ich jetzt. Aha. Und jetzt muss ich Richtung Westen. Alles klar. Westen und go. Nee, nicht landen. Fliegen. So. Das ist aber lang hier, alter Schwede. Da guckt was raus. Und da muss ich hin, ja? Na dann. Da kann ich nicht landen. Ah! Jetzt kann ich landen. Ah! Ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass da wieder die Musik des Todes kommt. Erstmal außenrum uns alles angucken. Die Dämonenfestung. Ah, Hussi. Mahlzeit, ich grüße dich. Vorgeschlagenes Level 40. Was bin ich denn? Warte. Keine Ahnung, was ich bin. Wo steht denn das? Weiß ich nicht. Befinden? Aha, Leute. 42. Ah, in your face, Dämonenfestung. Du wirst weggeknallt. So, ich laufe erstmal wie immer außenrum, erstmal alles hier erkunden, ob hier irgendwas rumsteht, was ich brauchen könnte, aber das ist ja meistens nicht der Fall, deswegen geht's eigentlich sofort rein. Hussi, ich wollte dich noch was fragen, wie bist du auf mich gestoßen? Kommst du von Crystal Universe oder einfach so gefunden auf Twitch? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, also ich hätte auch noch trainieren können, aber ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe jetzt meine Geister soweit nicht... komplett geil trainiert, aber halt okay. Bin jetzt nicht der übelste, ne? Pass auf. Wir müssen wieder raus. Hä? Irgendwas drückt uns weg.
keine Magie benutzen. Okay, was drückt mich denn da raus? Was hat er für eine Scheiße? Du hast was vergessen, okay? Was denn? Geh zu Ranul, wer ist das denn? Ranul. Auf dem Berg. Ja. Ich nehme an, ich muss hier Dingens holen. Wie heißt er? Lufti. Ranul gleich Luna. Oha. Macht Sinn. Wo finde ich diesen? Auf der Hauptinsel. Guck uns die mal kurz an. Boah, leck mich. Ich hol euch einen Kaffee, was weiß ich. Auf dem Schicksalsberg. Ei. So, ich bin jetzt da. Wo muss ich hin? Nach hier? Ich glaube hier, ne? Die 4. Warte mal. Da wo du Nocturne. Ja, aber ich gerade wo das ist, weil ich weiß halt nicht mehr. Gebirge. Bei diesem einen Nachtpalast. Ja, Leute. Ey. Das ist das zweite Mal jetzt nach einem Monat. Glaubt ihr, ich weiß noch, wo der Nachtpalast ist? Kann nicht so schwer sein. Doch, ist es! Ist es, verdammte Axt! Ist es! So, im Gebirge wäre der Windpalast und da wäre Destinea. Da, hier muss ich hin. Alles klar, dann mach ich das. Leute. Ach, ihr macht mich fertig, ey. Besten. Destinea, alles klar. Ist das schön? Ist das hier? Das hier war das doch, oder? Ist das hier? Und jetzt mal einfach. Aha, guck mal! Aha! Den Berg musst du erklimmen. Ja, das machen wir. Ganz easy peasy. So. Da kann ich sogar noch ein bisschen meine Zauber trainieren. Ist das nicht schön? Achtung! Ich habe mal Angst, wenn du Achtung oder Aufpassen schreibst. Ganz ehrlich. Boss Alert. Ja, ach, weißt du was? Ey, Bosse, die können mir gar nichts mehr. Ja, ich bin hier der übelste Ficker. Aber so weit von. So. Guck mal hier, was ich denn. Ne? Verstehst du? So. Ja, wahrscheinlich hat er Bestand, dass man noch wohl ignorieren kann. Sorry. Ja, ist ja nicht schlimm, ist alles gut. Passt mir sogar ein bisschen besser, weil dann kann ich jetzt noch ein bisschen gleich bei dem Boss, der da kommt, meine Zauber trainieren. Jetzt hier bei den Gegnern macht es gar keinen Sinn. Was bist du denn? Ein Ei. Tschüss. Wenn du eh die beste Rüstung hast, machen die 0 Damage. Ob ich die habe, weiß ich gar nicht. Gülleküken. Ach scheiße, jetzt muss ich ja diese Kacke anlegen hier, Junge. Wo ist das Ding? Ist das hier? Ja, ne? Ach, wo ist denn jetzt hier mein... Ne, das hier war das, ne? Die Peitsche. Ja. Nicht spoilern. Ich bin drauf an, wenn du mich schon kennst. Ich gerade. Hä? Ich bin verwirrt. Moment. Warte mal. Ich mache das eben hier. Moment. So. Also. Das sind 3 auf einmal. 3 Bosse. 3 Dinge, die du schon kennst. Mit wem? Was meinst du, mit wem spiele ich? Mit mir. Also abends im Bett. Manchmal.
den Kerl, den Dude, weil der die Peitsche hat. Und wer gehört noch zu deiner Gruppe? Ja, die du siehst. Mehr habe ich ja nicht. Ja, Rappe, guckst du mal, Fiddy. Nicht nur die Peitsche ist am Start. Ach, Muri, ey, leck mich doch. Komm doch einfach her, Mensch. Was machst du da? Bist du im Limbus oder was? Guck mal an, wo die steht. Ist doch völlig behindert, ne? Sie steckt in der Wand, ja. Ey, die kommt hier nicht mehr raus. Ich steuere die gerade und die kommt hier nicht mehr raus. Ist das jetzt deren Ernst? Die kommt hier nicht mehr weg. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Ich kann doch jetzt nicht neu starten, weil die dumme Bitch hier in der Wand feststeckt. Das fängt ja wieder geil an, ey. Leck mich doch am Arsch, Muri, ey. Ohne Witz. Ich hoffe, ich kann jetzt irgendwie hier... Ne, ich komme nicht weiter hier. Geht zu dem Peitschending. Ach, stimmt, ja, hast du recht. Oh, danke. Ich danke dir. Oh, ich hasse das, wenn die feststecken irgendwo, ne? Oder generell, wenn die dir einfach nicht folgen. Ja, sorry, ich kann nicht immer lesen und spielen gleichzeitig. Das ist schwierig. So. Da ist er ja. Meister Luna ist nach Tasnika gegangen. Ja, da wollte man ja eigentlich eben hin. Dämoneninvasion. Was meinst du? Kann ich jetzt nach Tasnika fahren? Gehen, fliegen? Oder muss ich hier noch irgendwas machen? Gut. Dann tue ich das. Das war jetzt alles, deswegen musste ich hier hoch, damit er mir sagt, dass der nicht da ist? Das ist ja krass. Gut. Eieiei. So. Tasnika liegt westlich von uns. Ach, weißt du was? Da weiß ich doch. Komm weg. Schau mal, wohin. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen ganz nach links. Dann tun wir das. Richtung Westen. Und los. Und da sind wir schon, glaube ich, ne? Und das hier dürfte Tasnika sein. Stimmt oder habe ich? Kann ich irgendwo landen? Na was? Wie ist das hier? Aha. 447, 355, 350. Mit Emojis dabei, geil. Oha, ist er das etwa? Du bist hier, ja. Ich hab dich kaum erkannt. Was ist denn hier los? Nun, ein Spion des Imperiums ist im Schloss. Der König ist in Gefahr. Eieieiei. Dann mal los. Hier ist zu. Wo bist du jetzt hin? Bist du durch die Mauer oder was? Checkst du es? Ja. Tu ich.
Wo ist dieser Spion? Lass mich da mal durch, dann sag ich dir. Danke. So, was haben wir zu sagen? Was wir alle selber gemacht haben. Im König drin. Wie ist denn der da reingekommen? Ich weiß, ich laufe falsch. Ist mir völlig bewusst. Ich dachte nur, es gibt hier irgendwie noch versteckte Sachen für mich, aber... Nö. Oh Leute, dieser Stuhl, ne? Ich sitze wie... Ich sitze... Mein Arsch ist im Himmel. Ohne Scheiß. Der ist so geil. Ja, das ist er. Ich muss jetzt tatsächlich Arsch erlauben, Alter. Danke, Twitch. So. Kann ich jetzt hier irgendwo mal den König sehen oder was? Aha. Das sieht doch gut aus. Oder? Ja, das sieht gut aus. Ja, da ist er. So, mein Freund. Wer seid ihr? Wachen! Hier sind die Spione. Nein, Mann. Hinfort mit ihnen. Das ist nicht der König. Als König hätte ich dieses Reich ohne Probleme zerstören können. Aber na gut. Es geht auch anders. Ach, und wie? Na, wart's ab. Du wirst mich für den König beseitigen. Was? Du wirst... Achso, für mich den König beseitigt. Entschuldigung. Ja, das glaube ich nicht. Eieiei. Ach, ich habe mal diese verdammte Peitsche an. Warte mal. Die will ich ja gar nicht. Ich will wieder mein Schwert haben. Die ist zwar... Der ist zwar ein bisschen... schwächer, aber scheiß drauf. So. Das Erste, was ich machen möchte mit Muri. Ich finde den Angriff extrem gut. Und zwar... den Hadesregen. Die Hadesgranaten. Ich finde den Angriff mega gut. So, bitteschön. Und? Boah. Ist jetzt ein bisschen schwach leider, aber eben hat er richtig reingezimmert. Der hat mich jetzt auch hauptsächlich irgendwie... So, du bist schon mal tot. Wie sieht bei dir aus? Hallo, war's das? Hallo? Ja, ich wollte es mal zeigen. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Aha. Oh, wo bin ich? Was ist geschehen? So, bist du ja da, Kollege? Also. Wie konnte das nur geschehen? Ja, weiß ich auch nicht. Ohne dich wären wir alle verloren gewesen. Du bist wirklich ein Held. Danke, weiß ich. Darf ich dir das geben? Ja, sicher. Schwert auf. Bam. Burger King. So. Du hast viel gelernt in letzter Zeit. Doch die größte Prüfung steht dir noch bevor. Ah ja. Die da wäre. Das Imperium scheint kurz davor zu sein, die Mana-Festung zu reaktivieren. Ich werde versuchen, es aufzuhalten. Besuche jetzt den Seher Luna. Er wird dich wahren Mut lehren. Ich dachte, der wäre hier. Victor hat die Kräfte studiert. Ah ja. König. Hallo, ich bin ein Spast. Ah. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zurück zu dem Berg, ne? Sag ich jetzt mal einfach so. Kann ich mir eigentlich hier schon... Ja, sicher kann ich mir den schon rufen, ne? Ja, kann ich. So. Dann mal ab nach Osten.
War ja nicht so weit. Wo bist du? Du da. Wann kann man Mod werden? Du, ich habe mich da um das Thema noch gar nicht gekümmert. Ich ganz ehrlich, Mods sind ja dafür da, wenn du Streams hast, ich sag mal über 10, 20 Leute, die habe ich nicht. Die werde ich auch nie kriegen, glaube ich. Deswegen, ich habe auch ehrlicherweise keine Ahnung, wie man jemanden zum Mod macht, davon mal abgesehen. Also das hier wird ja eigentlich immer in sehr, sehr kleinem Rahmen gehalten, meine Streams. Aber danke dir fürs Angebot und wenn ich mal irgendwann soweit sein sollte, einen Mod zu brauchen, bist du gerne mit dabei. Ist das so? Oh, Tatsache. Ja, weißt du was? Dann bist... Aber nee, ich mach erstmal Raffi zum Mod. Ja, als Mod kannst du Leute sperren und also du überwachst quasi den Chat und guckst, ob hier irgendwas passiert, was nicht regelkonform ist und dann kriegst du ihn einfach raus. Das ist sehr nett von dir, dankeschön. So, ich mach Raffi erstmal zum Mod. Und... genau. So, Raffi ist Mod und Hussi wird auch Mod. So. Fiddy, möchtest du auch Mod werden? Ich bin bereit, den Chat mit meinem Leben zu beschützen. Sehr gut. Komm, weißt du was? Fiddy auch, dann habe ich drei Mods. Drei Zuschauer, drei Mods, läuft doch. So. Bist du auch Mod? Bitteschön. Sehr schön. Haben wir das auch geklärt. So. Ne, gar nicht wahr. Sechs Zuschauer, Entschuldigung. Was rede ich denn? Aber das meine ich, ne? Also, das wird nicht über 10 hinausgehen. Ich, wie gesagt, halt's sehr klein und so gefällt's mir eigentlich am besten. Du hast ja schon gesehen eben, sobald ich irgendwie hier, keine Ahnung, im Game irgendwie drin bin und nicht auf den Chat achten kann, dann Alter, was ist das denn für ein Name? Nein, darfst du nicht. Aber vielen Dank für deinen Follow. Ich kann deinen Namen jetzt irgendwie nicht vorlesen. Auf jeden Fall lese ich Kacke und das ist. Oder Kaka, das finde ich sehr gut. Ja, ich kenne dich halt nicht, ne? Also noch nicht. Wird ja nicht jeder Mod jetzt hier. Aber ja, Hussi ist noch da, falls du die Frage noch beantwortet haben möchtest. Ja, danke dir für die Aufklärung. du hattest den Speer, ne? Ja. So. Ach Kacke, jetzt muss ich das ja wieder machen. Ey, leck mich doch am Arsch. Ja, den Namen kann ich lesen. Sorry, Volo, ich begrüße dich. Danke dir für deinen Follow. Jetzt geht's ab hier, genau. Allein schon wegen dem Follow-Sound muss man folgen. Der ist einfach legendär, finde ich. Hüssi ist da, ja.
eigentlich. Hat aber lange nicht mehr geschrieben. Ich weiß nicht, was er gerade macht. So, jetzt sind wir endlich da. Wo ist dieser? Still, der Meister will euch empfangen. Da ist er ja. Wie der sieht der aus, der Opfer. Der Weg zu Luna führt an mir vorbei. Ranul, seinem Diener. Na dann. Anam Pho Terzes. Genau, du hast jetzt die Macht. Der Meister spricht in der Sprache der Götter. Soll ich übersetzen? Gut. So lasset euch prüfen, ob ihr auch den Mut besitzet, gegen das Ich anzutreten. So soll es sein. Hä? Ja, okay. Na dann, viel Glück. Dann schauen wir doch mal. Dagazan Hussein, ich danke dir für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Abfahrt, genau so ist es. Ne, die kamen leider erst danach für die. Sehr schade eigentlich. Irgendwie kriegt der keinen Schaden ab, der Kerl. Axt? Ja. Komm, Mädels. Ab dafür. Bewegt euch. Auch null. Halt, ich gehe mal hier rum. Lisa, beweg dich. Danke. Ich kann gerade nicht lesen, Freunde. Ich lese gleich, falls irgendwas geschrieben wurde. Ich will jetzt hier einfach nur schnell durchkommen, weil ich habe das Gefühl, die machen mich alle. Ah, nee, kommt schon. So, komm, 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 komm. Ah, auch nicht. So eine Scheiße, ey. Komm schon. Aber ich brauche die Axt. Steh auf! Harzgas? Ist das wie ein arbeitsloser Furz, oder was? Oh, komm schon, ey. Mach jetzt keine Scheiße. Darf ich jetzt mal weitermachen? Danke. Ach, die hast du ja, stimmt. Dann bist du jetzt ran. Die Sache ist, wenn Hüsling gebannt wird, werde ich automatisch auch gebannt. Oh ne, sag mir nicht, das sind jetzt alles Bots oder so. Dann wäre ich aber ein bisschen stinkig. Beziehungsweise du hast multiple Accounts, da wäre ich auch stinkig.
Wenn ihr es schafft, habt ihr wahren Mut bewiesen. So, also. Ich kämpfe jetzt quasi gegen mich selber. So. Was heißt das jetzt? Heißt das, ich muss sterben? Und dann ist vorbei, oder was? Weil so kriege ich die ja nicht weg, ne? Du musst nicht, aber... Du kannst die ganz easy killen. Ja, wie denn? Warte mal, ich mache mir gerade mal eben... Pass auf, dann kann ich besser den Chat lesen, weil das ist hier sehr, sehr klein alles. Wie heißt das Ding nochmal? So heißt es nicht, aber... ich glaube, das heißt Restream Chat. Da ist es. Dann kann ich das besser lesen. Schulz! Abschlachten mit der Axt. Aha. Warte mal, ich muss mich mal ganz kurz anmelden. Lese ich das alles ein bisschen größer, das macht mehr Spaß. Jetzt mein Passwort noch weiß, scheiße, weiß ich nicht mehr. Aha, da ist es. So. Bin sofort soweit. Bin sofort am Start. Kann mich aber nicht auswählen. Das ist natürlich scheiße. Ja, warte kurz. Bin sofort zurück. So, nehme ich jetzt. Also, ich habe die Axt. Dann hauen wir drauf, wa? Würde ich sagen. Ups. Ich krieg keinen Schaden ab. Die kriegen... Ah doch, okay. Okay. Also mache ich quasi erst mich selbst mit der Axt, dann die anderen mit der Lanze und dann... Ja, okay, ich verstehe. So. So, jetzt. Nehme ich Muri. Die hat die Lanze. Okay, so, Muri. Da dran, gegen sich selbst. Sehr schön. Das sieht gut aus. Das ist echt ein bisschen wirr hier gerade, das stimmt. War's das? Ich glaube, das war's, oder? Wo ist diese Luna? Nicht schlecht. Wenn ihr als Team arbeitet, seid ihr nicht zu stoppen. Ja, das ist richtig. Ihr beherrscht das Schwert, wenn ihr euren Mut, eure Weisheit und Liebe vereint. Ich bin Luna. Ranul war nur eine Illusion. Aha.
Warum hast du uns nie empfangen? Ihr wart nicht bereit. Eure Ohren konnten hören, aber nicht verstehen. Ich wartete, bis ihr eure innere Stärke fandet. Jetzt geht. Der Imperator versucht, den versunkenen Kontinent zu erwecken. Oben auf dem Korallenschiff findet ihr den Baumpalast, darunter die Mana-Festung. Etwas Böses versucht sich an dem Siegel. Beeilt euch. Ah ja. So. Ich werde aber erstmal... wie heißt der nochmal, der Waffenheini? Ich komme nicht drauf. Egal, ihr wisst, wen ich meine. Berti. Danke. Aufsuchen. Und ich habe ja noch einen Waffenorb. Ist der vielleicht hier? Schauen wir mal. Übertreib's nicht, Hussi. So ein Status ist auch schnell wieder weg. Hier kann ich pennen und speichern, mache ich auch. So, ich speichere und ich mache jetzt hier für die YouTube-Zuschauer einen Schnitt und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und jetzt geht es weiter mit Secret of Mana. Ich begrüße euch zurück. So, direkt schon, was wir machen müssen, steht hier von Raffi. Fliege vom Schicksalsberg aus nach Süden, bis du am Meer angelangt bist, und halte dich westlich, bis du über dem lila Fleckenland fliegst. Der lila Fleckenland, den habe ich doch eben irgendwo auch gesehen, als ich mit Lufti geflogen bin. Aber ich will erstmal gucken, wo sich Berti versteckt. Irgendwo hier muss es dann Waffenladen geben, oder? Ich gehe mal eben gucken hier. Da ist er doch, oder? Ja. Ja, wollen wir. Aber erst hätte ich gerne mein Schwert erneuert. Bis da. Danke. So. Ist diese Dämonenfestung das letzte Dungeon? Falls ja, kann ich das heute nicht mehr machen. Also, Fliege vom Schicksalsberg aus, der war ja bekanntlich hier. Zunächst nach Süden. Das wäre hier. Bis du am Meer angelangt bist. Das wäre hier. Halte dich westlich. Ah ja. Guck mal. Kann ich nicht landen. Doch, kann ich wohl. Und nun komme ich da rein, ja? Da bin ich ja mal gespannt. Ah, guck mal. Ich darf durch. Na? Ihr drei mit dem Kontrabass? Hallo Kinder, wollt ihr eine schlechte Nachricht hören? Haha, sobald ich alle 8 Siegel gebrochen habe, wird die Dracheninsel auferstehen. Mit dem letzten Siegel wird die Mana-Festung in den Himmel emporsteigen. Nur zu dumm, dass ihr all das nicht mehr miterleben werdet. Haha. Wer will die Kinder? Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen. Überlass sie mir.
Guck mal, der heißt Assis. Keine Angriffsmagie. Okay. Was heißt du Heilungsmagie? Also darf ich nur heilen, ja? Angriffsmagie darf ich gar nicht machen. Aber ist nicht schlimm. Den wichse ich auch so weg. Du bist der Dämonenritter? Mhm. In der Tat. Meine kleinen Sterblichen. Na dann. Ach du Scheiße. Ich spüre die Kraft der Hölle in mir. Spürt ihr sie auch? Nö. Wir sind alle die Diener der Hölle und wir werden diese Welt beherrschen. Da bin ich mal gespannt. Dazu müssen wir nur die Mana-Festung reaktivieren, um die Menschheit unter unsere Kontrolle zu bringen. Ah ja. So. Das sehe ich anders, mein Freund. Wo bist du? Da bist du. Komm her. Aua. Aua. Benutzt Lunakraft von dem Girl. Ja, hatte ich so schon vor. Die kann ja nämlich. Wie heißt das nochmal? Genau, die. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte, glaube ich. Das hier, genau, die Lunakraft. Leider nur Level 1, ich weiß. Dann das Ganze nochmal. Auf dich. Oh, Level 2. Zack. Dann einmal auf. Ruby noch, ne? Ja. Und dann gibt's ja auch noch. Oh fuck, du bist gleich tot. So, dann gibt's ja auch noch den Ang. Den. Warte mal. Mal eben schauen. Dass ich quasi HP absorbiere. War das das oder war das das? Nee, die waren dich gerichtet. So, jetzt gibt's noch. Könnt ihr das alle machen? Kann ich. Perfekt. So, das war's jetzt aber. Und jetzt werde ich noch mal fix heilen. Genau. Wir sind eine Gang. So, jetzt haut mal rein nach, Mädels und Jungs. Ah, genau, das ist der absorbierende Gedöns, Dingensbummens, den ich eben meinte. Das war knapp. Da stand schon 8-mal, dass der erledigt ist. Aber es ist immer noch nicht. Jetzt aber.
Sehe ich genauso, Raffi. Hatzing, alles. Oh mein Gott, ey. Die Namen hier sind absolut geil. Harzgas, Hatzinger. Okay. Sie ist also Hatzinger. Der Patron der Bäume. Die Siegel der Mana-Samen sind alle aufgebrochen. Schon bald wird die Insel auftauchen. Das wird Arisen Gaudi. Und du? Ich werde in meinem Palast bleiben und mit ihm untergehen. Feigling, du kannst uns helfen, Mana zu retten. Das könnte ich, wenn Tantalus mich nicht verzaubert hätte. Trotzdem solltest du dich uns anschließen. Wir brauchen jede Hilfe. Kommst du nun? Ja, Mai, dann komm ich halt. Und helfe so gut ich kann. Ja, gut. Noch ein Geist. Puh. Ich habe viel zu trainieren. Jetzt geht's wohl nach oben, hm? Yep. Hatzinger ist echt ein Name. Eieiei. Warte mal, ich will erst nochmal nach oben. Das will ich mir von der... Ne, kann ich nicht. Ich muss jetzt hier landen, oder was? Ich kann gar nicht woanders hin. Okay. Oder kann ich noch woanders hin? Ja, der hast du mir geschickt. Du hast mir einen YouTube-Link geschickt. Das ist nicht Rauchen, das ist Dampfen. Und Dampfen ist nicht so ungesund. Natürlich nicht gesund, aber nicht so ungesund wie Rauchen. Du kannst auch noch woanders hin, meine ich. Ja, aber guck mal, ich kann mich noch nicht mal... also... Ich muss mir mal die Weltkarte angucken. Ja, bringt mir nichts. Werde ich da drin nochmal die Möglichkeit haben zu speichern oder nicht? Das ist die Frage. Ja. Weißt du was? Komm. Ah ja, der geht sofort los hier, oder was? Wer ist denn der Opa da? Ist das nicht Victor? Oder Vector, wie er heißt? Victor! Und dort ist die Festung. Meine Truppen werden das Imperium daran hindern, die Festung zu erobern. Unter der Dämonenfestung liegt eine antike Stadt. Da müssen wir rein. Der Imperator arbeitet für die Unterwelt. Dieser Ort steckt voller Monster. Das ist gut. Auch wenn das Schwert nicht die volle Stärke hat, musst du den Imperator aufhalten. Kriegen wir hin. Wir erledigen die Truppen des Imperators. Ihr kümmert euch um die Soldaten. Gut. Der Fond ist Level 46. Ja, die werde ich nicht mehr hier kriegen. Aber... Egal. Sackgasse. Schön. Da seid ihr ja wieder. Boah, Victor, verpiss dich doch. Ich will kämpfen, Mann. Also. Gut, dann geht's links rum.
Lisa hat diese Kackpeitsche noch. Die muss mal ablegen hier. Die kann ja gar nicht leiden. Du musst in die U-Bahn. What the fuck? Was war denn das jetzt? Nö, weißt du was? Du kriegst das Titanschwert. Und dann wirst du auch nach vorne stehen. Bamsen. Wo muss ich denn hin, verdammte Axt? Und welche U-Bahn? Wie komme ich denn da hin? Muss ich wieder raus? Anscheinend. Ah, ich muss hier raus, alles klar. Hier sofort, warte. Die Null. Also. Dann halte ich erst nach links und gehe an die Treppen, um das Ganze nach unten zu kommen. Halte ich dort links und blieb am Ende des Wasserwings ganz nach unten. Ah, pass auf, ich gehe erstmal runter und dann lese ich weiter. So, und euch da oben scheiße ich. Ach, da ist noch so ein Ding. Scheiße, ey. Die kann ich allein wie Fußpilz, ey, die Dinger. Bist du auch? Nee, bist du nicht. Ja, danke. Weiß ich selbst. So, erstmal runter. Egal. Oh ne, nicht nochmal so. Ne, komm. So, runter, hier ist Wasser. Das ist schon mal gut. Kann ich gar nicht besiegen, ne? Du hast auch null. Nee, komm schon her. Alter! Komm her jetzt! Also. Weißt du was? Leck mich doch am Arsch. Hoch, komm. Mädels, bewegt euch. Komm schon. So, hoch. Und rein. Ah ja. Die Musik gefällt mir schon besser. Wie komme ich denn hier vorbei? Auch mit der Axt? Aha. Hui. Altes Malzbier, sehr nice. Boomerang auf. Sehr schön. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Schalter? Ist das überhaupt ein Schalter? Kann ich ignorieren, okay? So, erstmal lesen. Aber hack dich mit der Axt einfach nach oben und wirf. Wenn du ganz nach unten gespült wirst, dann darfst du den ganzen Weg nochmal von. Ach du Scheiße. Was vermieden werden muss, okay? Lass dich runtertreiben, drücke dabei hoch auf dem Steuerkreuz, um dich abzubremsen. Attackiere den Schalter links an der Wand. Versuchen wir das. Du bist wieder so ein Nuller-Kandidat. Okay. Dann erstmal ganz nach oben. Ich setze bewusst keine Magie ein, um MP zu sparen. Das nur nochmal als Hinweis. Ich habe zwar noch 4 Walnüsse, aber die behalten wir mal.
Lanze erreicht Waffen Level 3. Ach, die hat Movie, ne? Halt, dann muss ich... So. Alter. Ganz schön stark, die Bastarde. Links herum. Und das ist jetzt der Wasserfall, von dem du gerade gesprochen hast, ja? Wo ich jetzt ein bisschen aufpassen muss. Also links geht's ja nicht. Was ist das denn für ein Ding? Da muss ich jetzt rein und dann mich treiben lassen, bis ich irgendwo einen Schalter sehe, ja? Lass dich runtertreiben, drück dabei hoch und markiere den Schalter links an der Wand, nach oben drücken. Ja, mache ich. Okay, okay, okay. Und jetzt? Hier ist ein Schalter. Ah, gucke mal. Ist hier unten denn auch was? Oder muss ich da hin? Wahrscheinlich. Danke dir für den Tipp. Da das Wasser nun weg ist, gehe ich... Ach so, scheiße. Den zweiten Wasser musst du dich bis zum Schluss noch verändern lassen. Am dritten wiederum sitzt der Schalter diesmal an der rechten Wand. Ah, okay. Wenn man das nicht weiß, ist man ja voll abgefuckt. Ist denn hier unten überhaupt irgendwas? Nee, ne? Außer Gegner? Weil hier geht's wieder von vorne los, ne? Ah, nee. Das wollen wir ja nicht. Gegner sind hier noch. Ah, komm, die nehmen wir noch mit. Muri macht irgendwie gar nichts. Auch nicht schlecht. Ah, da ist der zweite Wasserfall, ja? Okay. So, also ab nach oben. Dummi-dummi-dumm. Im zweiten muss ich ganz bis nach unten. Also bei dir muss ich nichts machen, nichts drücken, gar nicht. Einfach treiben lassen. Da brauche ich also auch nicht nach oben drücken, ja? Um mich zu bremsen. Einfach runter und gut ist. Oder wie habe ich das jetzt? Gut, das. Okay, alles klar. Dann mach's trotzdem mal. Ach, okay, hier ist schon Ende, alles klar. Okay, verstanden. Güllekühten. Geilsten Namen überhaupt, ey. Also von der Blödheit her hätten die Namen auch zu den Monstern in Legend of Dragoon gepasst. Weil das waren die schlechtesten Monster-Creations ever. Überhaupt. In meinem ganzen Leben noch nie eine andere Scheiße gehört. Gesehen, sorry. Gehört nicht. So, das ist der dritte Wasserfall. Jetzt muss ich mich rechts halten. Richtig? Okay. Attrappe, Attrappe, Schalter. Bam. So, runter, mal gucken. Hier ist aber nichts. Da ist auch nichts. Ab nach oben. Hier ist eine Tür. Da gehen wir rein. Also gleich. Oder muss ich unten was machen? Nö, ne?
muss oben durch. Bleibst du hier? Lebenswasser. Gut. Nehmen wir mit. Hallöchen. Bist du stark? Ach du Scheiße. Null. 39. 26. Das schreit nach Magie. Würde ich mal so tippen. Du bekommst jetzt mal die Hadesgranate. In your face. Und... eins ist nicht viel, aber immerhin besser als null. Was mache ich mit dem denn? Physisch... naja. Magie geht gar nicht. Was mache ich denn mit dir, mein Freund? Raumtulpe, Harzgas. Könnte ich probieren. Auch nur eins. Ja, dann müssen wir so. Dann müssen wir so ran. Warte mal, kann ich die vielleicht irgendwas anderes anlegen? Ich finde die Axt gerade richtig scheiße. Ein Juwelenspeer, komm, nehmen wir den. Ich werde noch mal ganz kurz mich heilen. Glutgranaten, das hört sich gut an. Schauen wir doch mal. Glutgranate Level 4. Ayo? Ayo, yo, 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 yo. Aber sowas von. Ne, Reflekt lasse ich mal. Ich muss mich irgendwie gescheit heilen können. So, das kannst du nochmal. Ei, Feuerhauch. Alle verbrüht und ich habe, glaube ich, ein Zauberlevel aufgestiegen mit Vesuvio. Jo, perfekt. Level 5. Blutgranate Level 5. Und das war's. Sehr schön. Und wir kriegen den Peitschenorb. Sehr schön. So. Nanu, wen haben wir denn da? Ich mach euch fertig. Lasst das, Trax. Wir haben jetzt keine Zeit für sie. Die Mana-Festung wird das alles für uns erledigen. Auf geht's. Na, wartet. Ha. Wir kriegen euch noch. Ich denke eher andersrum. Hey, ich kann nichts mehr sehen. Wir müssen sie aufhalten. So, dann mal los. Da trifft ja gar keiner von euch. Was ist denn mit euch los?
schön her, mein Freund. Nee, komm, wir verpissen uns. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Komm, bewegt euch. Komm. Gar keinen Bock jetzt auf euch. Auf euch drei Stooges. Was los, Chat? Eingepennt! Ich glaube, Hussein ist. Hussein. Hussi ist weg. Und seine Freunde auch. Ich hab so ein Gefühl bei ihm, dass seine Kollegen da alles seine Accounts sind, aber. Schreibt man nicht. Das ist richtig. Was gibt's denn Leckeres? Kannst du jetzt mal sterben oder was? Also, so. Bauen Kraftwasser. Knäckebrot. Schmackhaft. Knäckebrot finde ich am geilsten mit Brunch. Brunch-Kräuter. Und da drauf. Ja, Brunch-Kräuter ist eigentlich schon geil. Das reicht eigentlich. Brunch-Kräuter. Ich liebe auch Tux. Kennt ihr Tux? Tux mit Kräuterbuko oder so? Was ist denn hier los? Komme ich nicht durch? Ich komme nicht durch. Komm, ich will aber durch. Hallo? Habe ich was vergessen? Anscheinend. Kann ich wieder hoch? Ja, habe ich doch. Habe ich doch genutzt. Aber ist immer noch zu. Lecker, sehr, sehr lecker. Da war ein Schalter links. Habe ich schon als Kind immer gemacht, die Rolltreppen hochgelaufen, die in die andere Richtung gezeigt haben. Voll gefährlich als Kind, aber scheiß drauf. Boah, 588. Leck mich am Arsch. Was ist denn mit dem los gewesen? Ah, da ist ja. Da ist ja hier Eddie. Nee, wer ist da? Bertie. Eddie, wie komme ich denn auf Eddie, Alter? Welche Waffe soll erneuert werden? Wir haben 93.000 fucking Gil, ey. Dankeschön. So, dann haben wir ja noch die Peitsche. Hatten wir noch was? Da die Lanze, sehr schön. Und ansonsten... Nein. Wie heißt denn deine Lanze jetzt, Muri? Würde ich mal gerne wissen. Deine Lanze heißt die Rubinlanze. Haben wir für dich irgendwas Geileres? Oh, die Schleimscheibe, den Elfenbogen, den Hammerflegel, Schleimbeil. Da sind ja viele geile Sachen bei. Ich werde dir mal die Schleimscheibe geben. Und die gute Lisa guckt sich auch mal an, was neu ist. Titanschwert sieht ja richtig mies aus bei dir. 79,
88, 79. Du kriegst das Schlammbeil. Und dann geht voran Muri mit der Lanze. So. Wer bist du denn? Bleib mal stehen hier! Mann. Ach, Sarah! Hey! Oh, danke. Das ist nett. So, wer bist du? Merkt euch gut diesen Farbcode. Er lautet Rot, Blau, Gelb, Grün. Aha. Wo muss ich jetzt hin? Weil irgendwie ist hier nichts mehr. Oh. Dankeschön fürs Aufschreiben. Ein Stück weiter oben kann ich sagen, wir verlassen den Raum wieder. Ja, okay. Nee, kein Bock, ihr trefft ja nichts. Kommt. Verpissen uns. Hier auch. Vorbei. Weg da. Ihr seid Nuller-Kandidaten, nicht wahr? Ja. Oh, ne, doch nicht. Hallöchen. Linke Abzweigung, Fließband überqueren. Um in oben Bereich zu kommen. Ich geh trotzdem mal hier gucken. Ich gehe immer in die andere Richtung, auch wenn ich da weiß, dass ich da nicht hin muss. Aber hier könnte ja irgendwas sein. Ich bin so ein kleiner Explorer. Ich bin Dora Explorer. Die war cool, ne? Hab ich voll gern geguckt früher, ey. Dora Explorer. Völlig behindert, die Kleine. Die mir eigentlich voll lächerlich war, aber ich fand die trotzdem cool. Honig! Geil. Kennt ihr nur von Memes? Ne, muss mal gucken, ey. Das ist echt cool. Also, das ist für so Kids, die nicht so viel oben drin haben. Sag ich jetzt mal einfach so. Achso. So. Wieder mal eine. Muss ich hier wieder irgendwas drücken? Hm, erstmal nicht. Also dafür, dass es eine Dämonenfestung ist, ist die Musik ziemlich muschi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. So. Ne, oder? Ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Hätte man besser machen können. Muris Waffenlevel gestiegen. Das ist doch fein. Direkt mal angucken. Sehr schön. Ja, nee, aber so, weißt du, zum Beispiel Final Fantasy 7 Shinra Villa mäßig. So, so ein bisschen, oh, Dämonen und, oh, ich hab Angst, ich piss mir in die Hose, so nach dem Motto. Aber sowas hier, weißt du, das klingt wie so eine Musik aus so einer Stadt, so, weißt du? Nicht so geil. Schalter, wo ich nicht hinkomme. Und hier geht's ins Wasser? Nee, aber nicht. Wieso komme ich da nicht hin? Muss ich da... Gänsehaut, ich hatte Angst als Kind. Wirklich.
Rufus Stimme auf Deutsch. Wie war denn Rufus Stimme auf Deutsch? Weiß ich gar nicht mehr. Ich spiele es gerade zum zweiten Mal. Ich bin mega Respekt, dass ihr das auf hart durchspielt. Ich hatte auf normal bei dem Skorpion im Reaktor richtig Probleme. Alter, hatte ich Probleme auf normal. Ich habe hart gar nicht erst angefangen. Das Problem bei mir ist, oh fuck, ich bin tot. Überlebt. Das Problem bei mir ist, ich bin nicht der große Taktiker. Weißt du? Ich rotz halt gerne drauf. Und das ist mein Problem bei diesem Spiel. Du musst ja ab und zu ein bisschen taktieren. Und, ja. Ist nicht so meins. Deswegen, ich habe im alten Teil bei Final Fantasy 7, habt ihr im Let's Play gesehen, ich habe nur die drei Kerle benutzt, weil die halt am besten draufrotzen konnten. So, und bei Final Fantasy 8 waren meine Spieler Squall, Cell, Irvine. Das hat nichts mit Frauen zu tun. Im Gegenteil, du weißt, ich liebe Frauen. Aber mal ganz ohne Scheiß, zum Beispiel bei Final Fantasy 8 war es ja so, dass, die Frauen richtige Scheiß hier, wie heißen sie, nicht die so Ekstase-Techniken, weißt du, was ich meine? Hier, Multi bei Squall und Munition bei Dingens, bei Irvine und Duell bei Cell, fand ich halt die geilsten. Und da wäre schon mir, ich kann das auch nicht. Sehr schön, sehr, sehr schön. Du kannst so spielen, genau. Natürlich erst gucken, klar. Nee, aber dann spoilerst du dich doch selbst. Also du kannst ja zocken auf dem auf der PlayStation. So, das war nicht die Tür, das war die Tür hier. Und jetzt komme ich wahrscheinlich zu dem. Nee, auf dich habe ich jetzt gar keinen Bock. Null. Es gibt ja beim Remake, das habe ich in der im Shinra-Kampfsimulator gemerkt. Und das habe ich auch in der Arena gemerkt, in der Corneo-Arena. Es gibt halt Sachen, die kannst du mit dem Charakter besser und mit dem Charakter besser. Ich habe zum Beispiel bei einer Runde habe ich mit Cloud bei einem Kampfdurchgang, das sind ja mal 5 Kämpfe, habe ich zum Beispiel gegen irgendwen 5 Minuten gebraucht und mit Tifa noch nicht mal eine. Oder noch nicht mal 2 oder so. Es gibt halt immer, die haben halt alle Vor- und Nachteile. Und das so diese Taktik rauszufiltern, wer was bei welchem Gegner am besten kann, das ist einfach nicht meins. Ich bin wirklich ein Hau-drauf-Spieler. Ich stehe auf Angriff, ich stehe auf Abwehr. Und was war das jetzt? Ich habe doch irgendwas gedrückt. Ist der Ton aus. Was, wieso? Was meinst du? Was meinst du mit wieso? Was war das gerade? Was war das gerade für? Ach so, okay. Nach einer Weile wirst du in eine Sackgasse gelangen, in der sich 4 Bodenplatten in Kreuzform. Ah ja, stell dich hier einfach zwischen sie in die Mitte und du kannst in den offenen. Ja, da bin ich doch gerade durchgelaufen, ne? Ja, gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Oh nein, nicht wieder diese Schleimdinger. Ich hasse euch, ey. Und wieso bin ich so schwach gegen die? Guck mal, 0, 1, 33, 5, 24, 10, 13. Ja, das verstehe ich auch nicht, Fili. Hast du eine Pro oder hast du eine normale?
Weil ich würde das Remake gerne mal in der Pro-Version spielen. Das ist bestimmt sehr viel geiler als normal. Mördergrütze. Übrigens, Raffi, ich habe diesem Hussi mal den Mod-Status entzogen. Das war echt ein bisschen voreilig von mir. Der war zwar sehr, also ist immer noch sehr hilfreich. Und schon wieder diese Musik. Was habe ich denn da jetzt gerade aufgemacht? Nee, also erstmal war er gut. Wie gesagt, er war zwar sehr hilfreich, aber ich habe das Gefühl, dass seine komischen Freunde da, die mir da gefollowt sind, irgendwie alles Bots sind. Ich kann den irgendwie nicht einschätzen. Normale, okay. Ich werde auch bei der PS... Was ist das denn hier oben? Ah, guck mal. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hochscrollen. Oh Gott, der Chat ist so lang. Alter, was ist denn heute los mit euch? Ah, da hast du es geschrieben. Sehr schön, danke. Rot. Ach, Scheiße. So, rot. Blau, gelb, grün. Ah ja. Halt, stopp. Halt, stopp. Erstmal gucken, was hier noch... Oh, fuck, Gegner. Egal. Die Treppe runter, scheiß drauf. Da ist wieder diese Musik. Ah, jetzt bin ich hier in dem Schalter. Ah, gucke. Boah, kennt ihr das? Ihr müsst unfassbar furzen gerade, aber ich habe keinen Bock, in meinen neuen Stuhl zu pupsen. Boah, was denn da gerade mit Lisa passiert? Gebe ich dir schon Schokolade? Hast du genossen? Echt? Ne, ich trau mich nicht. Der ist zwar sehr atmungsaktiv, aber ich mag es gerade nicht. Hier bin ich doch schon gewesen. Ich verpiss mich erstmal. Ich bin doch hier schon gewesen. Wenn keine AA rauskommt, ist alles cool. Noch herrlich. Einfach rechts? Okay. Leute, ihr wisst ja, ich schreibe immer noch an der Fortsetzung von Final Fantasy 9. Also wenn ihr mal Lust und Zeit habt, ich brauche Leute, die mir dabei helfen. Der ist hochwertig, ja. Also ich möchte mal behaupten, dass ein Stuhl für 400 Euro doch schon was aus... Aber der ist einfach nur traumhaft. Ich kannte die Marke vorher gar nicht. Der ist von RK Racing. Hashtag Werbung. Aber ich habe einfach mal riskiert. Und
Ich bin nicht enttäuscht worden. Also wenn der jetzt noch nach 2 Jahren genauso ist wie jetzt von der Sitzfläche her und vom Sitzkomfort und alles, und dann habe ich nichts bereut. Scheiß drauf, pissen uns, komm. Ja. Und ich laufe die falsche Rolltreppe runter, hoch. Hier bin ich doch auch schon gewesen. Raffi, was ist... Nee, bin ich nicht gewesen. Die Rolltreppe ist viel zu lang. Nee, hier bin ich nicht gewesen, alles klar. Ja. Das werde ich. Was soll diese Musik immer? Gehört die zum Soundtrack oder ist das einfach nur, wenn ich mich gerade an irgendeiner Stelle befinde, wo es jetzt besonders gefährlich wird? Was ist das, ein Zug? Ach, das ist die U-Bahn, die er meinte eben. Okay. Ja, okay. Nicht spoilern, Boy! Apropos, wusstet ihr das? Ja klar, wisst ihr das, ihr hört da Nachrichten. Aber ab heute darf man sich wieder treffen. Mit Leuten aus anderen Haushalten. Deswegen raffe ich wieder dafür, dass wir am Wochenende nochmal Schnitzel essen gehen. Also man darf sich, so wie ich das jetzt verstanden habe und richtig wiedergeben möchte. Ja, ich auch. Hallo? Was soll ich denn sagen? Ne, ich auch, ey. Ab Montag, ne? Ich habe mir geschworen, ich bin jeden verdammten Tag da. Ab dem 11. Ich werde das Ding auseinandernehmen. 4? Ich glaube, ich habe 6. 6 oder so. Aber ich habe zwischendurch was gemacht. Ich habe mit Bierkästen trainiert. Das war auch lustig, ey. Mit 2 Bierkästen genommen und dann immer hochgehoben, schön. Für den Rücken. Und so weiter und so fort. Genau, Chemie kann ich. Das ist gar kein Thema. Ich bin der Walter White. Ich hasse Liegestütze. Ich mache die zwar immer zum Warmmachen, weil die halt... Da machst du alles mit. Mit Liegestütze trainierst du quasi alles. Aber ich hasse sie trotzdem. Oh nee, ich mag euch doch nicht, ihr Schleimwichser. Weißt du was? Oh, ich habe keine MP mehr. Das ist natürlich Kaka. Dann machen wir noch mal das Flammengas. Na toll, das hat er richtig gebracht. Nee, komm, ich habe keinen Bock auf euch. Wir verpieseln uns. Ich muss doch runter, oder? Oder nicht? Okay.
Ach, deswegen das Knäckebrot. Wobei, es kommt drauf an, was für eine Diät. Knäckebrot hat natürlich sehr viel Carbs, aber ist halt mega gesund. Und hat wenig Fett, ne? Ist jetzt kein Essen für Low Carb, aber... Jetzt bin ich wieder hier. Hier bin ich auch schon mal gewesen. Stimmt, oder habe ich? Wie komme ich jetzt nicht mehr runter? Hier bin ich noch nicht gewesen. Richtig. Wobei, das ist einfach beim Schnitzelessen so, das ist bei Pizza so. Ich werde mir zum Beispiel Samstag oder nächste Woche geht die Bundesliga wieder los. Und ich schwöre euch, wenn die wieder losgeht, das ist ein kleines Ritual von mir. Egal, ob wir ein Nachmittagsspiel haben oder ein Abendspiel. Es gibt immer Pizza zum Fußball. Das muss einfach sein. Pizza oder Döner oder was weiß ich. Und bei Pizza raste ich meistens richtig aus. Da kann es schon mal sein, dass ich mir 240 cm reinknalle. Warum? Weil ich da Bock drauf habe. Ganz einfach. Und wenn ich den nicht aufkriege... Muri ist hinüber! What the fuck? Ist schon der Sensenmann da? Ja, scheiße. Dann muss ich ein Kraftwasser, Lebenswasser werfen. Kaloriendefizit ist sehr, sehr wichtig. Aber ist schwierig. Ist sehr, sehr schwierig, das einzuhalten. Das Gute an mir ist ja, ich dürfte theoretisch meine Lieblingspizza. Du wirst lachen. Du wirst lachen, was meine Lieblingspizza ist. Es ist in der Tat Margherita. Ich kann verstehen, dass jetzt einige sagen, wie kann man nur, da muss doch Belag drauf. Nein. Aus meiner Sicht nicht. Ich esse zwar sehr gerne die Kombination Salami-Thunfisch. Die finde ich mordsmäßig lecker. Salami-Thunfisch ist so eigentlich mein Favorite, aber es geht nichts über eine richtig geile italienische Margherita-Pizza. Nichts. Wenn die richtig schön gemacht ist, italienisch nicht unbedingt, die ist dann natürlich dann sehr hochwertig, sehr lecker, qualitativ sehr gut, aber ich mag es auch, wenn der Boden dick ist. Und das kannst du halt bei Italienern nicht verlangen. Aber, muss ich hier rein? Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Oh nein, ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Ich bin falsch gelaufen, ja. Ich musste runter. Kommt, Mädels, bewegt euch. Brokkoli, Spinat, ja. Brokkoli ist so... Aber Spinat ist lecker. Ach, guck mal. Wen haben wir denn da? Man sagt, du wärst der legendäre Mana-Ritter. Stimmt das etwa? Mhm. Naja, auf jeden Fall ist es ein schönes Schwert, das du da hast. Gib's mir. Pff, nö. Genau, gib's ihm. Gib's ihm, gib's ihm. Seid jetzt still. Nach Thrillboy haben wir jetzt einen neuen Roboter. Ach, den kenne ich doch, den Dude. Den Kilroy. Eieiei. Kann ich mit dem irgendwas zaubertechnisch veranstalten? Raffi, irgendeine Idee? Oh oh, Muri. Oh 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 oh. Lisa, wach auf, schnell! Danke. Hey, das war knapp. Brich den Schild am besten mit Nocturns Zaubersperre. Okay. Fuck, ich habe keine... Dann gibt's eine Walnuss für dich. So, und jetzt...
Jetzt muss ich weiterreden. Oder hex ihm einfach permanent Elektras Zauber oder aber hat sie. Okay, also, dann machen wir das. Das Harzgas. Das war 1. Ich habe gerade 1 abgezogen. 1. Aua. Okay, dann muss Elektra ran. Nochmal 1. Mhm. Mich kotzt es an. Ach, der mit seinem Scheiß immer, Mensch. Ja, bewusstlos tot, super, geil, ey. Das läuft bei mir gerade, echt. Ich hab keinen Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu machen jetzt. Also. Ich hab nur noch 2 Lebenswasser. So, Lisa muss mich dringend heilen. Sonst habe ich ein Problem. Jetzt geheilt hat sie nicht. Warum hat sie mich nicht geheilt? Warum macht sie denn nichts? Ist sie behindert? Mugu ist auch gleich down. Super. Ich kann dem Burschen gerade nichts. Warum nicht? Raffi, hast du eine Idee? Ich kann nichts machen. Irgendwie, ich zieh dem nichts mehr ab. So, mäßig. Ja, doch, jetzt. 103. Immer dieses Bewusstlos, ey. Was soll denn die Kacke? Ja, komm, ey. Mach doch keine Scheiße, Mensch. Oh, das war's, Gott sei Dank, ey. Oh, der nervigste Gegner überhaupt. Meine Fresse. So, ja, ich bin der Mana-Ritter. Hatten schon beschissenere? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, ich würde ganz gerne mal speichern. Denn
es neigt sich für heute langsam dem Ende entgegen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ah, da bin ich hingelaufen. Ja, warte, ich lese gleich. Moment. So, ja, von Kerl. Den Bogen auch hinterlässt. Lufus, kannst du endlich den Baumpalast über die Tür links erneut betreten? Das wäre dann diese hier. Aber ich will ja speichern. Oh. Kann ich nicht irgendwo speichern? Kann ich mir nicht draußen Luft hier rufen? Versuch das mal. Ja, mache ich jetzt auch. Meine Fresse, Höllenhund. Kommt noch ein Batzen, okay. Ja, ich muss irgendwie speichern, weil... Zwei fette Dungeons, dann bin ich durch. Na dann würde ich sagen, Samstag, Sonntag Stream, oder? Raus hier. Sonntag weißt du nicht. Ja, spontan. Ne? Also so, wir gucken mal, ob wir Luft hier rufen können. Wir können ihn rufen. Ach, guck mal. Ich kann mich Gott sei Dank wieder so bewegen. Also ich muss dann auf jeden Fall wieder zurück auf diese pinke, lila Insel da. Wie viele Gegner hast du besiegt? Drei oder vier? In dem Palast gerade, weiß ich nicht, drei? Warum? Ist das wichtig? Ach, guck mal, schon direkt vor der... Direkt gelandet hier vor der Schlafstation. Mein Erfolg. Achso, du meinst Bosse! Ja, wir haben heute extrem viel. Also, guck mal, wir sind jetzt schon fast 2 Stunden am Stream. Also. Ich bin auch sehr zufrieden. Ah, oh, scheiße, es muss sein. Ah. Ah. Sorry, der musste raus. Ja. Aber sowas von. Alter Schwede. So, wir sind von Level 42 auf Level... Was sind wir? 46? Ich gehe jetzt nochmal schlafen, um das zu wissen. Ah ne, warte mal. Brauche ich ja nicht. Willst du bleiben? Nö. Das kann ich ja sehen. Das hat er mir ja gesagt. Bei... Das kann ich wirklich sehen. Bei... Level? Nee. Verhalten? Nee. Wo kann ich das nochmal sehen? Befinden. 4 Level sind wir aufgestiegen heute. 4 Level. Wahnsinn. 4 Level. Nicht schlecht.
echt nicht schlecht. Heute war gut. Heute war nicht so lustig wie letztes Mal. Aber, wir haben viel geschafft, ey, echt. Dann würde ich sagen, dann teile mal den nächsten Stream noch in zwei Teile auf. Beziehungsweise die zwei Dungeons in zwei Teile dann. Ja, sehr gerne. Hat auch wieder Spaß gemacht heute. Aber heute war der Chat auf jeden Fall extrem gut drauf. Freut mich. Ja, Freunde, dann, wenn du Sonntag nicht kannst, dann würde ich doch sagen, wir machen es am Samstag. Weiter. Ist das denn, Scheiß drauf, wir machen noch zwei Teile. Hast du gut gemacht. Ja, dankeschön, Kollege. ja, wir machen Samstag weiter. Samstag irgendwann im Laufe des Tages. Ich werde ja dann ab nächster Woche nicht mehr so viel Zeit haben. Samstags. Haha. Müssen wir jetzt mal ausnutzen. Also bis nächsten Samstag, bis Bundesliga-Start, haben wir das Spiel durch. Das verspreche ich euch. Und dann würde ich sagen, schlaft mal alle gut. Meine beiden Moderatoren. Und dann sehen wir uns am Samstag. Wann genau, sage ich euch dann. Ja, vielen Dank. Und dann, wir hören uns. Macht es gut. Bis dann. Bye, bye.